Hey, meine Freunde! Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video vom Borderlands 3 DLC Nummer 2 Waffenliebe und Tentakel. Tentakel sehen wir ja gleich hier vorne, ne? Große Tentakel, viele Tentakel. Wir haben sogar hier jetzt Gage getroffen. Sie ist Hochzeitsplanerin geworden. Ihn zu hören ist nicht so toll, aber was will man machen? Da gebe ich dir vollkommen recht. Oh, der Motor ist durchgebrannt. Ich werde improvisieren müssen. Siehst du, Planung bringt einen nicht immer zum Ziel. Versuch, den Strom einzuschalten. Diese Kabel müssen irgendwo hinführen. Oh nein. Was hältst du von Hammerlock und Wainwright? Seltsames Pärchen, was? Hammerlock steht auf Adrenalin und Gefahr. Und Wainwright mehr auf Bücher und Gläser mit altem braunem Zeug. Weißt du, wie schwer es war, eine Örtlichkeit zu finden, die beiden gefiel? Aber ich glaube, ich habe einen Treffer gelandet. Sie wollten auf keinen Fall so eine Touristenfalle. Und dieser Ort ist nicht mal in den meisten Bewertungsportalen. Oder auf Karten. Ja, ich kann mir auch denken, warum. Na gut, die Wächterrang. Das Wächtersystem. Warum war das jetzt deaktiviert? Morgen einlösen. Schusswaffen, Feuerrate. Kritschaden. Nochmal ein bisschen einen Cooldown. Üble Dinger geweckt. Oh, mach sie fertig. Ich habe keine Lust, mitten in der Luft zu erfrieren, wenn der Strom ausfällt. Partykumpel! Ja, Gage. Na, ja, Granaten können wir immer tragen. Ups, da war irgendwas nicht. Schutzlose Kirichhorn. Die Namen. Ach, Chitin. Das Chitin muss man erstmal runterschießen. Das ist der Panzer. Er ist gepanzert. Und wenn sie ohne Panzer sind, ist es einfach nur dieser Punkt da. Ja, da ist noch ein Alpha. Alpha, Beta, Gamma. Wir machen gleich irgendwelche Dummheiten. Ach, komm schon. Da ist wieder so Explosionsteile dabei. Au! Ist doch so ein... Alla Badama! Bam 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 bam! Ganz fix habe ich das erledigt. Dein Henker. Also ja, ich bin kampfbereit. Das fühlt sich toll an. Bans. Okay, der Raketenwerfer ist auch toll. Ich will den etwas öfters verwenden. Ich muss dran denken, hier kann ich auch wieder klettern. Klettern, ettern,
Aktivität. Oui. Die Waffen werden jetzt, glaube ich, ordentlich verteilt. Also hoffe ich doch für Rainwright und Hammerlock, dass wir hier ordentlich Waffen bekommen. So, weiter geht's. Alpha Gift Girls. Und weiter. Das große Vieh sieht so richtig angepisst aus. Mach es platt. Solche Kraft. Bautz. Bautz. Ich will noch was ist mehr. Das? Mehr. Wagen dein Ründchen, was? Ich glaube, die muss ich töten. Ich glaube, die haut neue raus. Bum, bum, bum. Ja, die spuckt die aus. Blub. So, bis das Säure hilft, oder wie? Und die haben ja alles ganz schön. Was? Kann man. Ich will doch gar nicht. Genau, Weltraumparty, da, das möchte ich. Die Waffenkiste. Schon bekannt. Finde ich aber nicht schon, wenn das schon bekannt ist. Das mag ich nicht. Alter. Eins. Zwei. Und Nummer drei. Hey, das sollte Sie davon abhalten, die Kabel anzunagen, während wir unterwegs zur Party sind. Gut gemacht. Ja. Was? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Deathtrap ist alles, was ich habe. Aber ich meine, mehr brauche ich auch nicht. Er verfügt sogar über einen eingebauten Margarita-Spender und so. Er ist der Alter, das glaube ich dir. Ein Tag mit mir? Das wäre doch nicht möglich gewesen. Lichidon. Ich habe noch mal viel Muni. Alles leer. Ja, auch nur. Ein Mist. Also Munitionsknappheit ist wieder mal so ein Problem von mir.
looten muss ich auf jeden Fall jede Menge. Ah ja. Oh. Komm da raus. Macht, was immer ihr auch wollt. Komm schon, 5, 4, 3. Ich hänge gerade ein bisschen fest. Jetzt. In einer Linie aufstellen, in einer Linie, aber meine Attacke geht in einer Linie. Ja. Ja, die ist so zu klein, aber... Beeilen uns gleich. Halte sie fern. Mühe. Ja, komm schon. Drei, zwei, eins. Oh, weg da! Viel Munition habe ich wirklich nicht mehr. Kehre zu Gage zurück. Ja, mache ich gleich. Ich will nur ganz fix mir ein bisschen Munition holen. Ist doch schon da. Also gut. Komm schon, Detective. Wir müssen deinen Limettensafttank wieder auffüllen. Mama braucht mehr Margaritas. Sie ist halt erwachsen geworden. Das Jagdhaus. Ich hoffe, die zwei sind da und ihnen geht's gut. Bleib hinter mir. Ich sichere die Umgebung. Ach Quatsch, hast du nicht. Wunderbar, wunderbar. Mehr Gäste für das Spektakel. Manke Puss, genießt euren Aufenthalt. Willkommen, willkommen im Jagdhaus. Ich mag den nicht. Der kommt mir schon sehr komisch vor. Kopf.
Alles klar. Ich kann mal ganz gerne in die Kommentare schreiben, falls wir einen anderen Kopf nehmen sollen, welch ihr da genau wollt. Ich bleib mal bei den gepolter Katze. Skin. Für dich. Da wir ja momentan jagen, ne? Also Jagdhaus sind. Passt doch die Jagdsaison perfekt dazu. E-Mail, lass es regnen. Habe ich die eh nie wirklich verwende. Klares Plastik. Kirsch. Sieht einfach unbezahlbar yep. aus. Hey, Klebi. Hallo. Ja. Hallo. Schon mal das Gefühl gehabt, dass du deine Berufung verfehlt hast? Dass du zum Beispiel Konditor oder nö. Gerichtsdiener hättest werden sollen? Wolltest du gerade etwas sagen? Nee, nee. Oh, mit dir stimmt etwas absolut nicht. Echt boshafte Vibes. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich bin Mancubus Bloodtooth, Gastgeber und Inhaber des Jagdhauses. Bitte, bitte, genieß deinen Aufenthalt. Ich bin jederzeit verfügbar, sollte es Bedarf an Gastlichkeit geben. Ich mag ihn nicht. Er ist extrem. Ihr seid die ersten Gäste. Zumindest die ersten Geladenen. Oh, Hammerlock, du Witzbold. Du weißt doch, dass ich das um nichts im Universum verpassen würde. Clintrip, ich habe eine total wichtige Hochzeitsplanungsmission für dich. Du musst für mich... die Perle des unsäglichen Wissens finden. Kannst du das für mich tun? Die ganze Hochzeit hängt davon ab. Handlanger? Ich soll die ganze Hochzeit retten? Da bin ich genau die richtige Wahl. Ach, dem Himmel sei Dank. Ich werde nichts deinen großen Tag verderben lassen, Hammerlock. Moment. Wo ist Wainwright? Oh, Winnie ist ein nervöses Wrack. Ich hab ihm gesagt, er soll sich entspannen, doch er wuselt überall herum, damit auch alles perfekt ist. Doch die Party muss weitergehen. Danke, dass du den ganzen weiten Weg in diese eisige Wildnis gewandert bist. Winnie wird bald zurück sein. Alles wird gut. Ja, ja, das wird eine denkwürdige Feier. Das glaube ich auch. Okay, Hochzeitsplanungsmodus aktiviert! Wir brauchen Partydekorationen sofort. Kammerjäger, ich denke dabei an Balance. Okay. Alter. Okay, das geht ja schon mal gut los. Bam, 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 bam. Erzähl. Warum schwamm der weiße Hai zur Werft? Er wollte ein größeres Boot. Nochmal. Ach, schade. Der Witzbolz ist nicht der Bringer. Habe ich schon bessere gehört. Bam. Kammerjäger, ich habe eine Bitte. Treffen wir uns in der Stadt. Und verrate Alistair nicht, wo du hingehst. Denk dir was aus. Beginnen wir den Abend mit einer schönen Jagdanekdote. Schaut euch um mich, während ich mich an den Tag erinnere, an dem ich die heresianische Sabberbacke mit nichts als einer faulen Banane besiegte.
So, Rest kann ich verkaufen. Waffen für jede Gelegenheit. So. Verhandeln kannst du nicht. Quatsch. Muss ich auch nicht. Jetzt überlegen, ob das so klug war. Gibt es nicht gleich alles aus? Außer natürlich hier. Das Inventar kommt und geht. Nur Geld. Das können wir liegen lassen. Das kann voran. Ich dachte, ich muss die Dekoration machen. Ich wollte doch die Dekoration machen. Danke für deine Hilfe. Ach, nichts. Das würde ich gern hören, aber eben habe ich meinen Agent angerufen, dass ich auf eine Filmpremiere soll. Roter Teppich, Autogramme, so Zeug halt. Du verstehst schon. Oh, aber du bist doch gerade erst angekommen. Egal, die Banane kann warten. Und wenn du Winnie siehst, sag ihm, er soll rein ins Warme kommen. Mache ich. Aber das... Werter Gast, ich habe deine Pläne mit angehört und muss dich davor warnen, heute Abend in die Stadt zu gehen. Mach Platz. Ich tue dem Bräutigam einen Gefallen. Ach, du musst helfen. Ich verstehe. Falls du das Jagdhaus verlassen musst, solltest du wissen, dass... Die Dorfbewohner, alle auf ihre Art, beeinflusst sind. Manche würden es verflucht nennen. Rechne mit seltsamem Verhalten. Ja. Komm bald wieder. Das Jagdhaus wird dich vermissen. Ja, also... Das glaube ich eher nicht, aber... Boah, ich würde sagen, wir machen da dann in der nächsten Folge weiter. Also ich werde wahrscheinlich die nächste Folge erst unten in der Stadt beginnen. Willkommen. Ich habe dich erwartet. Bitte komm rein. Es ist kalt draußen. Sie sind ruhig hier. Wie? Betrachte dieses Jagdhaus als sicheren Hafen, solange du deine Schulden begleichst. Noch schlägt das Herz. Na, na, sowas wollen wir hier nicht. Ich habe so schreckliche Dinge gesehen. Dinge, die du unmöglich verstehen kannst. Du wärst vielleicht überrascht. Wir sind ziemlich nah bei diesem Vieh. Na gut, dann würde ich mich verabschieden für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß dabei und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge vom Borderlands 3. Bis dahin, auf Wiedersehen!